Und das höre ich in letzter Zeit immer öfter. Für Erfolg muss man keine Opfer bringen, sonst ist es kein richtiger Erfolg. Ich meine, hallo, ich gehe mal im ganz kurz Geist die letzten 1200 Bücher durch, die ich über Erfolg gelesen habe. Da steht irgendwie überall drin, Sie müssen Ihren Preis bezahlen. Sie müssen ein Opfer bringen für Erfolg. Ist ja auch irgendwie, das verrät einem doch schon die Logik. Wenn ich besonders viel von einer Sache erreichen will, dann muss ich dafür doch Platz schaffen. Ich kann ja nicht 70 Stunden am Tag verbringen, das geht ja gar nicht. Ich habe ja nun mal nur diese paar Wachstunden zur Verfügung und da muss ich die doch irgendwie verbringen. Für großen Erfolg. Ich rede jetzt nicht irgendwie vom allseits beliebten Mittelmaß. So, du kannst dir dein Essen kaufen, kannst ein Auto fahren, hast eine Wohnung, hast ein Dach über dem Kopf und kannst einmal im Jahr in Urlaub fahren. Das ist in Ordnung, wenn man sich dafür entschieden hat, ja? Da, wenn man da Bock drauf hat, bitteschön. Aber das ist ja jetzt nun nicht irgendwie der große Erfolg, oder? Wenn du nachher mit deinem Auto einen Unfall hast, dann erinnert sich 3 Wochen später keine Sau mehr an dich, weil du überhaupt gar keine Fußstapfen hinterlassen hast. Bewusst. Selbst gemacht. Alles in Ordnung. Ist wunderbar, wenn man sich dafür entscheidet. Aber wenn man jetzt sagt, Mensch, den großen Erfolg und eine Branche revolutionieren oder wirklich Fußstapfen hinterlassen, richtig was Großartiges machen oder einfach nur wirklich, jetzt mal ganz ehrlich, einfach nur der Leidenschaft folgen. Einfach nur meinem Herzen freien Lauf lassen und geilen Scheiß machen. Dann ist doch klar, dass ich da Prioritäten setze. Ich meine, sowas schreiben dann im Internet natürlich auch nur die Leute, die da Zeit für haben, ne? Das sind natürlich nicht die Leute, die jetzt irgendwie ihren großen Erfolg aufbauen. Das sind natürlich Leute, die sonst nichts zu tun haben und irgendwie ihre Zeit verdödeln wollen. Ein Erfolgreicher würde das ja wohl kaum machen. Aber das ist schon wirklich extrem witzig. Erfolgreiche Leute, so richtig erfolgreiche, sind alle bereit gewesen, ein Opfer zu bringen. Kannst nicht die Welt erobern von 9 bis 17 Uhr und dann ist aber pünktlich Feierabend, weil ich noch den Rasen mähen muss. Ja. Das ist so diese allseits beliebte Augenwischerei, ne?